Was mir zu Silvio Berlusconi einfällt, dem italienischen Ministerpräsidenten, ja, das sage ich jetzt lieber nicht, sonst müsste ich nämlich ausfallend werden. Etwas Gutes hat der Mann allerdings, er regiert nicht unser Land. Aber was denken eigentlich die hier lebenden Italiener über Berlusconi? Anlässlich seines 75. Geburtstags heute haben wir mal gefragt, was sie ihm zu seinem Festtag so wünschen. Mr. Bunga Bunga wird 75, der Mann der Skandale. Besser, man steht auf junge Mädchen, als schwul zu sein. Skandal Nummer 1. Dieses Mädchen soll Silvio Berlusconi für Sex bezahlt haben, als sie noch minderjährig war. Mit Libyens Ex-Diktator Gaddafi war er eng befreundet, hofierte ihn bis zur Peinlichkeit. Und noch immer laufen zahlreiche Verfahren gegen den Ministerpräsidenten. Die Italiener in Hessen über das Geburtstagskind darum gespalten. Sind alle Verbrecher, sind alle Korrupte. Ein cooler Mann, fertig. Warum? Weil, der ist einfach genial, fertig. Der ist ein Casanova. Er also ein echter Berlusconi-Fan. Gianni Guida aus Frankfurt. Der Haardesigner ist in Italien geboren und sagt, Berlusconi hat mein Land erst richtig berühmt gemacht. Ich denke, dass der Mann ist ein Statussymbol von Italien. Auf jeden Fall. Wenn man in Italien schon spricht, in der ganzen Welt, man denkt an erster Linie nicht nur das Wein, das Meer, auch an der Regierung, Ministerpräsident und das ist unsere Silvio. Berlusconis Skandale spielen in seinem Friseursalon keine Rolle. Und der 41-Jährige wünscht ihm zum Geburtstag, dass er weiterhin seinen Spaß hat und dass mich einlädt bei seinem Geburtstagparty. Darum muss natürlich noch ein Ständchen geprobt werden. Also, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Berlusconi. Happy birthday to you, okay? Good. Ciao, Michel! Gehst du Käse verkaufen, komm später, ja? Das fertige Ständchen hören wir gleich. Vorher noch zu Italiener Marco Sonko aus Frankfurt. Der 29-jährige Modeberater hält von Berlusconi gar nichts. Wenn ein Medienmogul ein Land regiert, kann schon mal keine Demokratie herrschen, weil ja im Prinzip der Ministerpräsident des Landes auch die Medien regiert und somit überhaupt keine neutrale Meinung stattfinden kann. Beschenken will er den alten Casanova heute trotzdem. Ich würde Silvio diese tolle Mütze schenken, dass, wenn ihm mal wieder die Haare ausfallen sollten, er das passende Accessoire für seinen lichten Kopf hat und es ihm warm um die Ohren ist. Tanti auguri, Silvio. Und um das Geburtstagskind noch so richtig glücklich zu machen, zurück zu Friseur Gianni Guida. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Berlusconi, Happy Birthday to you.